Hi Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal Bücher und Gedichte. Erst einmal möchte ich mich bei euch ganz herzlich für 10 Abonnenten bedanken. Doch jetzt zurück zum heutigen Video. Das heutige Video handelt nochmals von Andreas Steinhöfel. In diesem Video werden wir uns noch ein paar nennenswerte Bücher von Steinhöfel anschauen und uns ein bald erscheinendes Buch anschauen. So viel sei jetzt schon mal gesagt. Es wird eine Überraschung geben. Als erstes Buch, was nicht ganz so bekannt ist, aber mindestens genauso gut ist wie die Bücher, die ich euch letzte Woche vorgestellt habe, ist das Buch Honigkuckuckskinder. Dieses Buch handelt von der 12-jährigen Lena und ihrer Mutter, die ihre Wohnung verlieren und in eine heruntergekommene Unterkunft, Hotel Paradise, kommen. In diesem Hotel wohnen auch illegale Asylbewerber und Einwanderer aus der ganzen Welt. Sicher ist es dort auch nicht wirklich. Immerzu hat man das Gefühl, das Gebäude könnte jeden Moment in sich zusammenfallen und dann diese Diebstähle. Trotz diesen miserablen Bedingungen müssen alle hart für den Chef des Hauses, Herrn Schmuck, schuften. Während Lenas Aufenthalt freundet sie sich mit Ayoke aus Angola an. Als die Diebstähle im Haus jedoch zunehmen, versuchen sie dann gemeinsam mit dem kleinen Efrem die Diebstähle aufzudecken. Die Ausmaße des Betruges werden jedoch immer verzwickter und größer. Die Spur führt schließlich bis zum Betreiber dieses Hauses, Herrn Schmuck. Dieses Buch wurde im Jahr 2018 veröffentlicht und beruht auf dem Film Die Honigkuckuckskinder von 1992. Das nächste Buch, was ich euch vorstellen will, ist auch sehr lesenswert und muss auf jeden Fall erwähnt werden. Leider habe ich es jetzt so nicht da, also kann ich euch nur ein Bild davon zeigen. Es ist auf jeden Fall ein Weihnachtsbuch und es heißt, es ist ein Elch entsprungen. Auf dieses Buch werde ich jetzt jedoch nicht weiter eingehen, aber vielleicht, wenn ihr möchtet, zu der entsprechenden Jahreszeit, also im November oder im Dezember. So. Und jetzt kommen wir zu den Neuerscheinungen und damit zu einer großen Überraschung. Ab Oktober wird es ein neues Rico-Oskar-Band geben. Rico, Oskar und das Missverständnis. Ja, ihr habt richtig gehört. Nicht Missverständnis, sondern Missverständnis. Eigentlich sollte in der Diefe ja jetzt Ruhe einkehren. Doch jetzt streiten sich Rico und Oskar. Und das ausgerechnet jetzt, wo die Existenz ihres Spielplatzes auf dem Spiel steht. Oskar wittert natürlich mal wieder einen Kriminalfall, aber um den muss er sich nun ganz alleine kümmern, denn Rico redet kein Wort mehr mit ihm. Dazu ist Rico das erste Mal verliebt und muss auch noch nach Hessen, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Doch nur, wenn die beiden Jungs zusammenarbeiten, können sie den Fall lösen und den Spielplatz retten. Also, wenn ihr mich fragt, ich bin schon extrem gespannt auf das Buch. Das hört sich zudem ganz danach an, dass Andreas Steinhöfel vor unseren Augen die beiden Jungs so ein bisschen erwachsen werden lässt. Darum glaube ich auch nicht, dass nach diesem Band mal wieder endgültig Schluss sein wird. Das hat Andreas Steinhöfel ja auch schon nach dem dritten und nach dem vierten Band gesagt. Und das hier ist jetzt immerhin schon Band Nummer 5. Wahrscheinlich sind ihm seine berühmten Kinder Rico und Oskar selbst so ans Herz gewachsen, dass er gar nicht anders kann, als ihre Geschichten weiterzuspinnen und uns zu erzählen. Ab dem 1.10.2020 ist dieses Buch in fast allen Buchhandlungen für 16 Euro erhältlich. Jetzt wären wir auch schon am Ende des Videos angelangt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da oder schreibt eine Bewertung in die Kommentare. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt und ihr immer auf dem Laufenden gehalten werden wollt, dann abonniert diesen Kanal.
In der Videobeschreibung sind die beiden Bücher auch nochmal verlinkt. Und außerdem ist dort noch ein Link mit einer Vorschau für das neue Buch. Schaut auf jeden Fall auch noch auf meiner Webseite und auf meinem Instagram-Account vorbei. Diese habe ich euch auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. In dieser Hinsicht würde ich mal sagen, macht's gut, bis bald und bleibt gesund. Tschüss!